hat Dennis Grob am Ende 2:1 gewonnen beim VfR Bamholder. Du hast einen Elfmeter verschossen, aber dann dennoch für die Entscheidung gesorgt, kurz vor der Nachspielzeit. Niemals mal mit ins Spiel. Ja, gut. Ich glaube, es war sehr schwer heute gegen eine tiefstehende Mannschaft, die eigentlich nur verteidigen wollte. Da haben wir zum Glück gleich am Anfang, glaube ich, nur 10 Minuten oder so, haben wir das Tor gemacht. Haben eigentlich ja, generell alles im Griff gehabt. Was das Ende ist, was wir vielleicht meinen, wir waren zu langsam in unserem Spiel. Wir haben zu viele Kontakte gebraucht. Ja, du wusstest mir dann in der Halbzeit, haben wir gesagt bekommen, dass wir das schneller machen müssen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir es dann auch klar gespielt gehabt. Ja, dann verschieße ich den Elfmeter, weil, ja, weil ich einfach blöd bin. Aber ja. Auch würde ich so nicht sagen. Komme ich den Ball irgendwie durchgesteckt, sehe, der Tormann kommt raus, chippe dann über den Tormann und dann mache ich ihn halt rein. Ja. Ich glaube, hochverdienter Sieg auf jeden Fall. Ärgerlich, dass wir jetzt noch das Tor bekommen haben in der letzten Sekunde, aber ja, wir haben jetzt seit 3 Spiele 3 Siege geholt. Ich glaube, das ist ganz okay. Wir dürfen aber gar nicht aufhören, weniger zu machen, weil wenn wir weniger machen, dann geht es ganz schnell wieder nur hin und los. Und deswegen können wir uns jetzt ein bisschen freuen, 2:1 gewonnen und ja, ab Dienstag geht es dann wieder in die Vorbereitung gegen Morlaune. Freuen können sich auch die FKP-Fans nicht nur über die 3 Punkte, sondern du hast deinen Vertrag verlängert unter der Woche. Herzlichen Glückwunsch, du bleibst noch ein Jahr bei uns. Wie ist die Entscheidung gefallen? Ja, danke schön erstmal. Die Entscheidung ist eigentlich relativ schnell gefallen. Ich fühle mich hier wohl. Ich spiele jetzt, komme dann in mein 9. Jahr, glaube ich. Ich glaube, das spricht schon allein für sich, dass ich so lange hier bleibe. Und ja, ich habe hier alles. Ich habe Mannschaft, nicht nur eine Mannschaft, sondern auch Freunde. Ja, und deswegen war es für mich ganz klar, dass ich dann bleibe. Und wir freuen uns, dich weiter zu sehen. Vielen Dank. Dankeschön.